Gespanntes Warten am Abend in London. The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. Und wieder muss sich Theresa May geschlagen geben. Mit einer satten Mehrheit von 149 Stimmen lehnen die Abgeordneten ihren Deal mit der EU ab. Zum zweiten Mal und mit 75 Stimmen aus der eigenen Partei. Die Premierministerin aber, hörbar angeschlagen, bleibt stur. Ich bin fest entschlossen, das Ergebnis des Referendums umzusetzen. Aber ich bin genauso sehr davon überzeugt, dass der beste Weg dafür ein Austritt mit einem Deal ist. Und ich glaube immer noch, dass es dafür eine Mehrheit hier im Parlament gibt. Die Opposition dagegen sieht die Premierministerin mehr als nur geschwächt. Die Premierministerin hat die Zeit ablaufen lassen, jetzt ist ihre Zeit abgelaufen. Dabei schien es kurz noch so, als habe May eine Chance, das Blatt zu wenden. In Straßburg hatte sie mit EU-Kommissionschef Juncker Änderungen vereinbart, die verhindern sollen, dass Großbritannien gegen seinen Willen in einer Zollunion verbleiben muss, wie im Backstop vorgesehen. Die Hoffnung, dass diese Zugeständnisse das Parlament überzeugen können, aber wurden schnell zerschlagen. Das Treiben im Parlament außerhalb von Westminster wird es allenfalls noch mit Kopfschütteln bedacht. Carly und Mona betreiben seit kurzem ein kleines Café in Ost-London. Beide haben für den Verbleib in der EU gestimmt. Jetzt aber, sagen sie, solle man den Brexit einfach schnell hinter sich bringen. Das ist doch schon fast wie Kabarett. Und nicht mehr ernst zu nehmen, wie ein Spiel irgendwie. Einfach ein Witz. Theresa May weiß nicht mehr wirklich, was passiert. Auf mich wirkt das alles total undurchsichtig. Man hört nicht darauf, für was die Leute gestimmt haben. Die Leute haben rausgewählt und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was das Problem ist. Totales Chaos. Bei der Konkurrenz ein Stück weit die Straße runter haben die meisten Kunden für einen Austritt aus der EU gestimmt, so auch Steve. Besonders politisch sei er nicht, das Brexit-Chaos aber sei für ihn kein Wunder. Die Politiker streiten doch alle miteinander und das sogar innerhalb der eigenen Partei. Manche möchten in der EU bleiben, manche möchten raus, die sind sich ja nicht mal selbst einig. Wie geht es jetzt mit Großbritannien und dem Brexit weiter? 2,5 Wochen vor dem Austrittsdatum ist weiter alles ungewiss. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Gerhard Dannemann, Großbritannien-Experte von der Humboldt-Universität. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag nach Hamburg. Gestern wieder eine Abstimmung und trotzdem noch keine Entscheidung, ob und wie Großbritannien nun austritt aus der EU oder eben nicht. Was um Himmels Willen will das britische Parlament? Das britische Parlament hat bisher nur sich mehrfach dazu geäußert, was es nicht haben will und wird das wahrscheinlich auch heute tun, indem es beschließen wird, dass es keinen Ausstieg ohne ein Abkommen haben möchte. Es gab noch keine Gelegenheit auszuloten, wofür sich positive Mehrheiten finden lassen. Im Gespräch ist vor allem noch eben eine überfraktionelle Zusammenarbeit, dass eben halt Tories und Labour und die schottischen Nationalisten und die Liberaldemokraten sich zusammentun, um insgesamt doch noch eine Mehrheit für irgendein Szenario finden zu können. Aber das wissen wir noch nicht. Es könnte eine Reihe von Probeabstimmungen geben in den kommenden Tagen, mit denen das ausgelotet werden soll. Aber bisher ist das noch alles sehr, sehr unsicher. Ist denn überhaupt ein Brexit-Deal denkbar, mit dem alle Fraktionen im britischen Unterhaus zufrieden sein könnten? Nein, es ist einfach alles vertreten im britischen Unterhaus von Leuten, die am liebsten der Europäischen Union bleiben würden, Remainer bis zu ganz, ganz harten Brexiteers und alles, was dazwischen drin ist. Man wird eben nicht mehr mit einer klassischen Einparteienherrschaft oder einer klassischen Koalition dieses Problem lösen können. Wenn es überhaupt eine Mehrheit gibt, dann eben nur dadurch, dass die breite im Parlament vertretene Mitte zusammenarbeitet. Ein möglicher Ansatzpunkt, da hat die EU auch schon sehr viele Signale ausgesendet, wäre, dass man sich doch entschließt, in der Zollunion zu verbleiben. Das würde den Ausstieg nicht weiter hindern. Großbritannien wäre nicht mehr Mitglied der EU, es wäre nicht durch EU-Gesetze gebunden, müsste auch nicht in das Budget einzahlen. Aber es müsste eben halt dieselben Zölle anwenden wie die Europäische Union. Die Türkei macht das derzeit. Aber die Zeit ist sehr knapp, um auszuloten, ob das eine Mehrheit so im Parlament finden würde und ob die Europäische Union das auch so akzeptieren würde. Das wird sich in den kommenden Tagen zeigen.
Habe ich das richtig rausgehört, dass es im Grunde so eine Art heimliche Mehrheit im britischen Parlament gibt, die eigentlich für einen Verbleib in der EU ist, auf welche Art und Weise auch immer? Das widerspricht ja nun aber dem Ergebnis des Referendums und deswegen ist das Ganze jetzt so schwierig und zieht sich so lang hin? Die Parlamentarier sind insgesamt stärker an Remain orientiert, also am Verbleib orientiert, als es dem Referendum entspräche, wenn man sie nach ihren eigenen Meinungen fragen würde. Ich glaube aber nicht, dass es im Moment im Parlament eine Mehrheit dafür gäbe, einfach zu verbleiben. Politisch wäre das ohnehin nicht machbar. Der einzige mögliche Weg dahin wäre, ein zweites Referendum zu veranstalten. Das kriegt man aber auf gar keinen Fall vor dem 29. März hin. Da müsste also eine längere Verlängerung der Austrittsfrist vereinbart werden mit der Europäischen Union. Ist also sehr schwierig. Ich denke eher, dass man sachlich, also was kommt auf Dauer raus? Das Referendum sagt ja noch nicht, worüber wird entschieden und was ist das Ergebnis. Ich denke eher, dass man sachlich versuchen wird, zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, ein Verbleib in der Zollunion ist die eine Möglichkeit. Eine weitere, wo die Mehrheiten aber schwerer zu finden sein würden, ist ein Verbleib im europäischen Wirtschaftsraum, also das Norwegen-Modell. Und hier werden wir in den kommenden Tagen sehr sorgfältig hinsehen, wie sich da möglicherweise im Parlament Mehrheiten finden könnten. Warum ist eigentlich die Irland-Nordirland-Frage, an der alles hängt, so kompliziert? Weil Nordirland sehr kompliziert ist. Das ist einer der Gründe. Aber es ist vor allem deswegen kompliziert, weil das die neue Außengrenze der Europäischen Union mit Großbritannien ist und eigentlich ab 30. März an alle landwirtschaftlichen Produkte kontrolliert werden müssen. Jede einzelne Milchkanne, die über die Grenze geht. Und die gehen mehrfach über die Grenze, diese landwirtschaftlichen Produkte in einer Verarbeitungskette, weil Zölle erheben werden müssten am 30. Sofort auf alle möglichen Produkte und weil das nicht nur die nordirische und irische Wirtschaft stark treffen würde, sondern eben halt auch den sehr, sehr mühsam gewonnenen Frieden nach einem sehr blutigen Bürgerkrieg gefährden würde. Das macht das so ungeheuer schwierig, eine Lösung zu finden. Eine Zollunion wäre ein erster Schritt. Das allein löst nicht alles, aber es löst auch einige Probleme. Ein Verbleib Großbritanniens im europäischen Wirtschaftsraum würde alle Probleme an der nordirischen Grenze lösen, aber es wäre halt ein sehr weicher Brexit. Aber ein Verbleib in der EU ohne eine neue Volksabstimmung, ohne ein neues Referendum wäre nicht möglich. Das ist politisch nicht machbar. Das kann sich kein Parlamentarier leisten. Es gab diese rechtlich möglich, das war ein nicht bindendes Referendum, rechtlich also möglich, aber politisch einfach nicht machbar, ohne ein zweites Referendum. Und es ist auch nicht ganz sicher, wie dieses Referendum ausgehen würde. Es wäre schwierig, die Alternative zu einem Verbleib zu formulieren. Hat man drei Möglichkeiten, den jetzt zweimal abgelehnten Deal oder einen neuen Deal, der dann aber formuliert werden müsste, und ist ein harter Ausstieg auch eine solche Option in einem Referendum? Das sind alles schwierige Fragen, die sich auch noch klären lassen müssten, bevor man sich so ein Referendum vornimmt. Und wie gesagt, der Ausgang ist nicht so ganz offensichtlich. Vielen Dank, Gerd Dannemann von der Humboldt-Universität. Vielen Dank nach Berlin. Gerne.